Ja, die gibt's. Klar, Arne Feig fällt ja aus, fünfte gelbe Karte. Dazu auf jeden Fall zu 100% Matze Wittek, der nach wie vor in der Reha ist. Und bei Smail Morabit sieht es momentan so aus, dass es ja, eine 50-prozentige Chance gibt, dass er morgen zur Verfügung steht. Da müssen wir jetzt heute einfach den Trainingstag noch abwarten. Klar, es gibt auch heute noch mehrere Optionen. Wir haben den Maurice Schoscher, der diese Position schon öfters gespielt hat. Im Trainingslager haben wir auch getestet, Norman Teuerkauf und Marcel Titsch-Revero. Ich habe es diese Woche schon gesagt, wir können auch sowohl Robert Strauß wie auch Ronny Vilt können die Seite wechseln. Wir haben eine kurze Trainingswoche, deswegen nicht so viele Einheiten, um das auch zu testen. Und deswegen werden wir den heutigen Tag Abschlusstraining auch noch abwarten. Ja, wer sich da einspielt auf der Position und wer letztendlich die Position dann auch morgen spielen wird. Nein, denn er hat die Position ja schon gespielt. Es war schon ein paar Jahre her, aber er weiß, wie man sich auf dieser Position verhalten muss, welche Aufgaben das sind. Und ganz einfach gesagt, erstens, in einem Spiel muss jeder Spieler auch diese Position spielen können. Und ja, es gibt verschiedene Überlegungen. Stellt man Linksfuß hin, stellt man Rechtsfuß hin? Wer ist jetzt auch, sag mal, so frisch, dass er diese Position auch spielen kann? Denn ich erwarte schon, egal wer dann aufläuft, nicht nur die Seite zuzumachen und jetzt ja, irgendwie nur die Defensive im Kopf zu haben, sondern ich brauche da auch einen Spieler, der anschiebt, der sich im Spielaufbau beteiligt, der immer wieder hochsteht. Und das ist sicherlich auch, sage ich mal, eine Voraussetzung, die dann morgen erfüllt sein muss. Aber nochmal, wir haben am Montag und Dienstag nur leicht trainieren können, um uns einfach auch zu erholen aus den intensiven Wochen auch davor und haben gestern jetzt nochmal trainiert, auch heute nochmal im Abschlusstraining und erst dann werde ich für mich im Kopf dann auch eine Entscheidung treffen. Und Maurice Schoscher, wie gesagt, der ist beidbeinig, der kann die Position auch spielen, hat letztes Jahr in einem ganz wichtigen Spiel für uns gegen St. Pauli 90 Minuten gespielt und ein richtig gutes Spiel gemacht. Und wie gesagt, man kann auch einen Rechtsverteidiger nominell auch rüberziehen. Klare Aussage, die sportliche Aufgabe für uns. Der FSV Frankfurt ist in der Auswärtsstatistik auf Platz 6. In 13 Auswärtsspielen haben sie nur 3 verloren. Haben zwar jetzt im letzten Auswärtsspiel gegen Union Berlin mal ja, eine Packung bekommen, aber davor 0-0 in Braunschweig, 3-1 Sieg auf St. Pauli, davor ein 1-1 beim KSC. Das zeigt, dass diese Mannschaft gerade auswärts richtig gut spielt. Das letzte Spiel haben sie gegen Freiburg verloren, aber das Spiel nach dem 1-1 offen gehalten. Haben mehr Ballbesitz gehabt wie Freiburg und daran sieht man, dass diese Mannschaft natürlich auch fußballerisch was zu bieten hat. Von daher, es ist der sportliche Reiz und ich glaube für unsere Fans, die freuen sich auch auf ein Freitagabendspiel, endlich mal wieder bei guten Temperaturen und von daher wünsche ich mir, dass wir nächsten schönen Fußballabend dann hier in Heidenheim haben und dass jeder, der ins Stadion kommt, ja auch dann wieder zufrieden nach Hause geht. Eben mit der Gewissheit, ein gutes Fußballspiel gesehen zu haben. Und ja, es sind jetzt noch 8 Spiele. Es geht definitiv auf die Zielgerade jetzt. Frankfurt ist ein Gegner, der natürlich in der jetzigen Situation auch angeschlagen ist. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Sie stehen auf Platz 14, haben noch 4 Punkte Vorsprung, auch, glaube ich, auf den Relegationsplatz. Und von daher ist in diesem Spiel viel Brisanz. Und ja, wir haben mal in Serie 4 Heimspiele verloren. Und jetzt wollen wir dranbleiben und ja, wollen auch zu Hause einfach mal wieder eine längere Serie haben, wo wir ungeschlagen bleiben. Gut, ich habe das Spiel ganz genau noch im Kopf. Da haben wir es zu 100% richtig gemacht. Wir hatten auch in diesem Spiel Frankfurt deutlich mehr Ballbesitz zugestanden, haben uns zurückgezogen und haben sie eiskalt ausgekontert, schon in der ersten Halbzeit. Natürlich, wir spielen zu Hause, da können wir sicherlich nicht ganz so abwartend agieren, aber ich glaube schon, dass das ein Mittel ist, gegen Frankfurt sie kommen zu lassen. Wobei der Kollege reagiert hat, den Schaarbery nach hinten zu ziehen, wahrscheinlich mit den schnellsten Spielern in dieser Liga in die Innenverteidigung, um eben solche Kontersituationen zu vermeiden, beziehungsweise dann nochmal einen Spieler zu haben, der die Bälle abläuft. Ja, sie haben zuletzt auch 10 Gegentore und 3 Gegenspiele bekommen. Kann jetzt auch meinen, wird automatisch gut für uns laufen, aber ich weiß eins gewiss, gerade unter den Voraussetzungen, dass wir natürlich die letzten Spiele von Frankfurt analysiert haben. Das ist eine harte Nuss, die man erstmal knacken muss. Und dann, gerade am Anfang spielen sie sehr kompakt, lassen sich teilweise
tief fallen, um dann selber auf Kontersituationen zu setzen und da jetzt ja, einfach einen zu offensiven Fußball zu spielen von Beginn an, kann natürlich auch gefährlich werden. Und deswegen Balance ist für uns sehr, sehr wichtig in dem Spiel und jeder einzelne Spieler, der wie in den Heimspielen gegen Bielefeld und gerade gegen St. Pauli, aber auch von der Herangehensweise in Karlsruhe, ja, wirklich auch 100% fokussiert ist auf seine eigene Aufgabe. Und dann ist es natürlich für uns möglich, auch Frankfurt zu Hause zu schlagen. In Karlsruhe war das ja letzte Woche auch ein Thema, aber hat man überhaupt nicht gespürt. Ich glaube, letztendlich geht es für jeden einzelnen Spieler in Frankfurt geht's darum, die Klasse zu halten. Aber natürlich, ja, mit den letzten Ergebnissen trägt es nicht unbedingt zur Stabilität dabei, aber dafür können wir nichts und das sollten wir uns auch nicht zu sehr drauf konzentrieren. Ich glaube schon, dass es in erster Linie darauf ankommt, dass wir als Mannschaft wieder überzeugen. Weniger damit rechnen, dass der Gegner vielleicht automatisch Fehler macht oder im Spiel nicht 90 Minuten lang dagegen hält. Das kann ich versprechen. Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die versuchen wird, uns weh zu tun, die versuchen wird, ein Auswärtsspiel zu gewinnen. Und das wird man morgen auch sehen. Und auch diesen Widerstand gilt es für uns als Mannschaft zu brechen und da in den jeweiligen Situationen auch da wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Ziel war der komfortable Klassenerhalt. Wir sind momentan in einer komfortablen Situation. Natürlich auf Platz 6, das ist schön. Auch wenn man mal die Tabelle, die Punktzahl genau anschaut, dann sieht man, wenn du zwei Spiele verlierst, bist du auf einmal wieder 12. Und deswegen gilt es für uns jetzt einfach, ja, jedes Spiel, das erwarte ich auch, das habe ich auch letzte Woche in der Pressekonferenz gesagt, das erwarte ich von der Mannschaft, von jedem Einzelnen so anzugehen, dass man alles dafür tut, um die Spiele zu gewinnen. Wir werden unser Ziel erreichen, wir werden die Klasse sichern, das ist für mich klar, aber wir wollen es natürlich am Ende so gut wie möglich machen. Und ich sage jetzt nicht, von Spiel auf Spiel zu schauen, das tut man sowieso, das macht auch jeder und sagt auch jeder. Ich werde es ein bisschen anders formulieren, wir wollen jedes Spiel nutzen, um am Ende so gut wie möglich in der Tabelle dazustehen. Ja, nicht nur auf ihn, Awoyeni, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, sein Kollege, 18-jähriger Stürmer, extrem schnell, das passt ganz gut. Şahin, der robuste, körperlich starke Stürmer, der immer Zielspieler ist für lange Bälle, der unheimlich viele Kopfballduelle gewinnt, der die Bälle festmachen kann, der die Bälle verlängert, ja, wo Awoyeni in diese Räume einfach auch geht. Aber natürlich, das haben wir im Hinspiel gezeigt, wie man gegen ihn spielen muss. Da darf man keinen Zweikampf scheuen, da muss man ja, auch bereit sein vorzudecken, einen Schritt schneller zu sein, aber gleichzeitig eine gute Absicherung haben zum eigenen Tor. Nochmal, das haben wir im Hinspiel perfekt gemacht. Da haben wir ja, mit unser bestes Spiel gemacht und da wollen wir morgen natürlich auch wieder anknüpfen. Also es wird nicht funktionieren nur mit einer Idee in der Offensive, die wir morgen natürlich auch haben. Auch morgen wieder der Schlüssel zum Erfolg ist die Bereitschaft, alles dafür zu tun, um Räume zu schließen, um die Bälle in unser Abwehrdrittel zu vermeiden, damit Simbo morgen einen möglichst ruhigen Tag hat oder anders gesagt, dass er ja, natürlich in den Situationen, wo wir ihn brauchen, dann natürlich da ist, aber wir da möglichst wenig zulassen. Bitte unbedingt nicht ins Stadion kommen und denken, hurra Fußball, wir werden das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden wie in Frankfurt. Wir müssen uns einfach bewusst machen, wir sind in einer komfortablen Situation und da kommt ein Gegner, der natürlich weiß, wenn er bei uns verliert, dass es nochmal ganz eng werden könnte. Und das sind Widerstände, die man einfach brechen muss und erstmal auch annehmen muss, ein gewisses Spiel, wo ein Gegner bereit ist, an die absolute Schmerzgrenze zu gehen. Und deswegen kann das auch ein Geduldsspiel werden. Aber ich habe es ja nach dem KSC-Spiel gesagt, wir haben in Karlsruhe eine klare Marschrichtung gehabt, haben das getan, was man gegen den KSC tun muss. Natürlich haben wir vielleicht ein bisschen verpasst, unsere guten Kontermöglichkeiten in der zweiten Halbzeit besser auszuspielen. Da wäre für uns dann auch mehr drin gewesen. Aber zu Hause ist klar, da müssen wir mehr für die Offensive tun. Da müssen wir mit mehr Spielern auch nachrücken, um letztendlich dann auch in den torgefährlichen Raum zu kommen. Aber immer mit einer guten Restverteidigung, mit einer guten Restabsicherung. Brauchen eine gute Kommunikation auf dem Platz. Und ja, schön wäre es dann auch Fans und Zuschauer zu haben, die der Mannschaft wie zuletzt auch 90 Minuten Sicherheit geben von außen. Ich glaube, das hat uns sehr gut getan. Ja, ich denke, dass wir aus der Winterpause, denke ich, eminent wichtig gestartet sind mit dem Sieg in Düsseldorf.
Und man sieht einfach, dass wir in den letzten Wochen oder dass jeder Spieler bereit ist, eben alles für den Teamerfolg zu investieren. Und da spiegelt sich dann eben auch die Stabilität wieder, dass wir eben auch auswärts jetzt schwer zu schlagen sind. Sicherlich war es für uns auch wichtig, zu Hause wieder zu gewinnen. Das sind alles Punkte, die wir uns im Winter natürlich auch vorgenommen haben, wo wir hart dran gearbeitet haben und wo wir auch weiterhin hart dran arbeiten. Ja, wie der Trainer schon gesagt hat, wir sind in einer komfortablen Position, aber keinesfalls in einer Situation, in der man sich ausruhen oder zurücklehnen kann. Und ich denke, für uns gilt es einfach, eben ähnlich wie in den letzten Wochen, konsequent und fokussiert weiterzuarbeiten. Ja, ich denke, mit den Voraussetzungen ist ja schon ganz klar gesagt, dass uns ein sehr enges Spiel und ein kampfbetontes Spiel erwarten wird. Und der Gegner hat gehörig Druck, denke ich, auch von außen reingetragen wegen der Trainersituation dort, aber gerade auch wegen der Punktsituation. Und das Hinspiel, das ist zwar ein Spruch, den man in solchen Situationen öfter hört, aber es ist immer so, davon können wir uns nichts mehr kaufen. Wir starten bei 0-0. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es wirklich ein sehr, sehr enges, intensives Spiel werden wird. Und wie der Trainer vorhin gesagt hat, vor allem ist, glaube ich, Geduld da das Zauberwort, da der Gegner viele extrem schnelle Spieler hat und gerade in Kontersituationen brandgefährlich ist. Und dann darf man nicht in sein Verderben blindlings rennen. Einmal ist es sicherlich mental sehr anstrengend, wenn man eben, man muss halt, obwohl man wenig zu tun hat, immer fokussiert und konzentriert sein. Dann ist es für einen persönlich natürlich schön, wenn man dem Team helfen kann, eben den Punktgewinn zu sichern. Aber nichtsdestotrotz ist es für einen Torwart immer das Schönste, wenn man gar nicht im Fokus steht, weil dann hat die Abwehr super gearbeitet und man ist dann meistens auch erfolgreich. Aber nichtsdestotrotz freut es mich natürlich, dass ich dann in der entscheidenden Situation dem Team helfen konnte. Wobei man hier sagen muss, dass 80 Minuten vorher das Team quasi mir geholfen hat, indem sie den Gegner so in Schach gehalten haben, dass da eigentlich gar kein Torschuss aufs Tor kam. Es war auch im Hinspiel so, trotz des klaren Ergebnisses, dass wir in der Anfangsphase ein, zwei Situationen hatten, wo auch der Gegner gefährlich vors Tor gekommen ist. Und ich denke, man sollte den Gegner nicht, das machen wir sowieso nicht. Und ich denke, jeder, der sich mit der Liga befasst, der macht das auch nicht den FSV unterschätzen. Die haben gefährliche Spieler, haben auch jetzt in den letzten Spielen, ausgenommen Union, getroffen, wobei sie da auch viele große Chancen hatten. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn es so ist, dass am Schluss ich einen ganz ruhigen Abend hatte, aber darauf einstellen kann man sich partout nicht, denn der Gegner bringt dann doch schon Qualität mit und wie wir schon besprochen haben, werden sie nicht 90 Minuten lang mauern und auf dem Unentschieden spielen, weil für sie ist auch um viel geht.